Punkt Nummer, das war glaube ich 12, final geschafft. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 20, neue Firmensiedlung Dresdner Norden, gute Integration in Stadtteil und Verkehrsnetze sicherstellen. Hier ist Einreicher Bündnis 90 Die Grünen und ich darf um Einbringung bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Empore und im Livestream. Ich beantrage als erstes, dass wir über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung abstimmen. Der Ausbau des Mikroelektronikstandorts im Dresden-Norden, das ist für Dresden, es ist eine Chance, es ist ein Gewinn, aber es ist auch eine Herausforderung. In der Mikroelektronik sagt man so, ein Arbeitsplatz, der dort entsteht, erzeugt in der Folge ungefähr 3 weitere Arbeitsplätze. Deshalb gibt es diese Zahlen, Schätzungen von neuen Arbeitsplätzen, die entstehen, zwischen 10.000 und 25.000 neue Arbeitsplätze, die entstehen und Arbeitskräfte, die dann auch zur Arbeit pendeln werden. Das heißt, die werden alle unterwegs sein in Dresdner Norden oder im Umland. Wenn man mit den Weixdorfern spricht, dann sagen die, die Königsbrücker Landstraße ist jetzt schon überfüllt, ab und zu mal ist Stau auf der Autobahn, dann fahren noch mehr Autos durch, aber es ist immer ein Problem und die Eltern sagen, sie machen sich Sorgen um die Schulwegsicherheit, es gibt viele Proteste, das heißt, noch mehr Autos auf den Straßen, das ist nicht das, was wir im Dresdner Norden brauchen können. Deshalb schlagen wir vor, dass ein Konzept erstellt wird, ein Konzept, das Alternativen dazu anbietet. Und da dieser Antrag nun mal schon ein Jahr lang unterwegs ist, ist das Konzept bereits in Bearbeitung. Unser Verkehrsbürgermeister hat glücklicherweise schnell reagiert, hat das Ganze schon in Bearbeitung gegeben, beauftragt. Und es sind in Planung ist die Verlängerung der Linie 8, der Ausbau der Busnetze, die Verbesserung der Radverkehrsanbindungen und so weiter. Aber was dieser Antrag im Zentrum hat, das ist noch nicht beschlossen, und zwar, dass es dazu eine Fokussierung gibt auf diese alternativen Verkehrsmittel oder auf eine Beschleunigung der Umsetzung. Denn es ist ja so, wenn die Arbeitsplätze dort entstehen, dann überlegen sich die Arbeitskräfte, wie komme ich am besten zur Arbeit. Und wenn es dann eben eine Straßenbahn gibt, die schnell ist, oder ein Bus, der direkt hinfährt, wenn die Bahnen in dichten Takt fahren oder der Radverkehr sicher ist. Wenn man sich wohlfühlt mit diesem Verkehrsmittel, dann ist gerade der Moment, wo man einen neuen Arbeitsplatz anfängt, der Moment, in dem man sich vielleicht überlegt, ich nutze in Zukunft dieses Verkehrsmittel. Das heißt, das ist eine Stelle, an der man eingreifen kann zum Schutz der Wohnbevölkerung im Dresdner Norden. Und es ist halt so, diese Firmen, die kommen in 3 Jahren. Wir haben dieses Jahr bei TSMC den Spatenstich gehabt. 2027 werden sie die Produktion wollen sie mit der Produktion starten. Infineon baut schon, das kann man sehen, die Kräne drehen sich. Das heißt, die Arbeitskräfte kommen jetzt, nicht in 10 oder 20 Jahren, sondern in den nächsten Jahren. Und das ist sportlich, 3 Jahre, aber es ist machbar, wenn wir beschließen, dass wir einen Fokus darauf setzen, dass diese Dinge jetzt umgesetzt werden, beschleunigt umgesetzt werden. Wenn ich mir ansehe, dass wir hier einen Standort haben, der 10 Milliarden Fördermittel bekommt, da geht es nicht um eine kleine Firma. Das ist auch nicht was, was wir alle Tage in Sachsen haben oder in Dresden haben. Das ist wirklich was Besonderes. Der Mikroelektronikstandort wird europaweit Auswirkungen haben. Und da ist es, finde ich, oder sehen wir Bündnisgrün so auch angemessen zu sagen, wir setzen die entsprechenden Rahmenbedingungen für den Dresdner Norden, für die Menschen, die dort leben. Und in diesem Antrag geht es eben um den Bereich Verkehr. Lassen Sie uns die Chance nutzen, die wir jetzt gerade haben, und lassen Sie uns beschließen, dass wir den öffentlichen Verkehr und den Radverkehr beschleunigt ausbauen, damit die Ansiedlung der Firmen auch ein Gewinn für die Leute, die im Dresdner Norden
Leben ist. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. SPD verzichtet. Team Zastro. Herr Zastro, bitte. So. Das Konzept ist also schon in Arbeit, obwohl wir es noch gar nicht beauftragt haben. Da muss ich mal kurz nachdenken. Kann es sein, dass genau das der Grund darum ist, weshalb wesentliche Projekte in dieser Stadt nicht angepackt werden, weshalb die Brücken hier zusammenfallen, weil sie sich um das kümmern, im vorauseilenden Gehorsam zu ihrer eigenen Partei, anstatt sich um die Grundlagen dieser Stadt zu kümmern? Kann das sein? Mir platzt der Kragen. Das, was Sie als Mobilitätskonzept hier verabschieden wollen, hat damit überhaupt nichts zu tun. Und genau deswegen muss es abgelehnt werden, und zwar komplett. Da sind Selbstverständlichkeiten drin, gar keine Frage, auch was die Bahn betrifft. Wollen wir alle, wenn das Geld da ist, verlängern wir die Linie 8. Sehr gern, machen wir, keine Frage. Aber was Sie vergessen, ist das Wesentliche. Das, was wir im Dresdner Norden brauchen, das, was wir Richtung Dresdner Norden brauchen, ist endlich eine Ertüchtigung der Straßen. Das ist die Situation, die überhaupt nicht geht. Königsbrücker Landstraße, Königsbrücker Straße, Grenzstraße, die Autobahnabfahrt Dresdner Flughafen, wo jeden Morgen ein Riesenstau ist. All das spielt bei Ihnen hier keine Rolle. Das wäre aber wichtig. Wissen Sie warum? Weil die Leute von weiter her kommen, weil ganz viele aus dem Umland kommen, von Kamenz, aus allen möglichen Richtungen, die im Norden arbeiten müssen. Und für die müssen wir vernünftige Verbindungen schaffen. Und die werden auf Dauer immer natürlich auch auf das Auto setzen müssen. Sie fangen wieder genau an der falschen Stelle an. Wir kümmern uns weiter um Shishi. Wir kümmern uns weiter um eine kleine Minderheit, die das, was Sie hier vorschlagen, am Ende nutzen. Und die große Mehrheit bleibt wieder außen vor. Das ist genau das, was Sie machen. Das ist der Fehler in der Verkehrspolitik in Dresden, seitdem Sie als Grüne die Verkehrspolitik in Dresden verantworten. Und das Ergebnis Ihrer Politik sehen Sie an der Carola-Brücke. Genau das ist es. Danke sehr. Wird BSW das Wort gewünscht? Nein. Dann Fraktion Die Linke das Wort gewünscht? Nein. FDP das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. PVP? Herr Dr. Schulte-Wissmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich möchte mich nur auf eine, aber ich glaube wirklich wichtige Sache konzentrieren. Und zwar, das ist der Satz, der auch im Wirtschaftsförderungsausschuss, der ja heute abgestimmt wird, beschlossen wurde, ist, dass wir auch die Ermöglichung von Nutznießerfinanzierung oder Mitfinanzierung von Bauten, Autos, aber auch ÖPNV-Fahrrad durch die Unternehmen anstreben. So, warum ist das so wichtig? Wir kriegen ja da im Dresdner Norden ganz schön viel neue Mikroelektronik. Ist ja nicht nur TSMC, ist ja auch Global Foundries und Bosch und die anderen, Infineon und so weiter und so fort. Und dann natürlich die Zulieferbetriebe und so weiter und so weiter. Das ist natürlich alles schön. Das begrüße ich als Pirat auch ausdrücklich. Aber wir müssen natürlich gucken, dass das alles in der Waage ist. Und wenn jetzt Herr Zastro sagt, wir müssen das bauen und das bauen und das bauen, kann ja sein. So. Aber die Frage ist doch, wer bezahlt das? So. Es ist doch nicht irgendwie die Dresdner Aufgabe oder nur die Dresdner Aufgabe, wenn, jetzt nehmen wir einfach nur mal Zastros Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie einen Autobahnzubringer oder was bauen müssen, dass wir das alles mit unserem Dresdner Geld bezahlen, damit Menschen aus Kamenz dann besser zur Arbeit kommen. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, nur alleine mit unserem Geld zu bezahlen, wenn das Land irgendetwas möchte. Und wenn die Unternehmen, die möchten ja auch, die haben ein Interesse dran, dass ihre Mitarbeitenden dort schön zur Arbeit kommen, dass sie pünktlich sind, dass sie ausgeruht sind, dass sie entspannt da hoch und fahren und wieder zurück, dann müssen wir natürlich auch gucken, dass wir in ein Gespräch mit den Unternehmen kommen, dass wir in eine gelebte Partnerschaft mit den Unternehmen kommen, dass die dann auch für einzelne Teile dieser Infrastruktur auch ihren Beitrag bezahlen. Oder anders, wenn wir irgendeinen B-Plan hier beschließen,
mittelgroßes Ding, 100 Wohnungen oder sowas. Ja, wenn wir da, wer mal im Bauausschuss war, der wird wissen, wir machen da, wir reden mit den Investoren, wir sagen, ja, könntest du das Dach nicht mal ein bisschen schöner machen? Oder die CDU sagt, wir hätten gern architektonisch irgendwas anderes. Oder jemand sagt, wir hätten gern PV oder wir hätten gern hier noch einen Park. Das ist ganz normal, dass man in Bebauung, in Entwicklung, das ist ja gerade die Stadtentwicklung, dass man die gemeinschaftlich macht. Und dieser Gedanke, den wir heute hier auch beschließen, ich hoffe auch mit großer Mehrheit beschließen, dieser Gedanke lebt jetzt in den Worten von diesem Antrag und dieser Gedanke ist ausgesprochen wichtig. Warum? Weil zumindest wenn ich irgendwo hingehe und sage, jetzt kann man gucken, wie einige hier reagieren, das können wir nicht dann TSMC an der mit beteiligen finanziell, wenn wir jetzt die Linie 8 bauen. Ja, das ist ganz schön teuer. Können wir nicht die Unternehmen quasi mit an den Tisch bekommen, damit wir sicherstellen, dass es A, schnell geht und B, am Ende praktikabel ist und die Linie auch da ist, wo die Unternehmen halt die Haltestellen haben wollen. Aber sie müssen natürlich auch ihren Teil zu dieser gelebten Partnerschaft hinzutun. Wenn ich das sage, in 99% der Fälle gucke ich in hohle Augen oder man sagt, ach nee, das können wir nicht machen, das ist so ein großes Ding, da kommen wir doch gar nicht ran, wen sollen wir da fragen? Und deswegen will ich hier nur noch mal sagen, dieser Satz ist ausgesprochen wichtig in diesem Antrag, denn er erinnert uns daran, dass kollektiv wir als Stadtrat, als wir als Organ einfordern müssen, dass wir in einzelnen Sachen, insbesondere wenn wir sie bezahlen sollen, dass wir dann auf der anderen Seite von den Unternehmen auch jemanden mit am Tisch haben und dass sie auch mit in diesen Prozess und auch mit in die Finanzierung, in die Umsetzung von Projekten kommen. Dankeschön. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Es wurde ja bereits gesagt, wir haben ja bereits Anträge zur infrastrukturellen Erschließung des Dresdner Nordens beschlossen, die sich vor allen Dingen auch mit der TSMC-Ansiedlung und auch mit der Ansiedlung der anderen Werke zur Chipindustrie befasst haben. Im Prinzip ist das, was jetzt hier drin steht, größtenteils eine Wiederholung dessen, nur angereichert halt mit grünen, ja, Shishi wurde ja schon gesagt. Ich denke, das trifft es auch ganz gut, denn wer sich da oben mal umschaut, wer sieht, was dort vor Regionen vorliegen, was man dort an Wiesen und Feldern hat, hier von einer stadtverträglichen Verkehrsmittelwahl zu sprechen, ist schon ein bisschen absurd, weil es geht dort nicht ohne das Auto. Und es wurde ja bereits gesagt, das Auto wurde hier komplett ausgelassen und es kann kein Mobilitätskonzept ohne eine Anbindung mit dem Kfz dort geben. Es ist einfach mal so, dass viele dort aus dem Umland kommen, wo teilweise dann Busse im Stundentakt fahren oder noch weniger, wo Leute dann von Arbeit nicht zurückkommen, wenn sie den ÖPNV nutzen wollten. Sie sind dort das Auto angewiesen, das ist nun mal so. Wir sind im Randbereich von Dresden, wir sind dort in einer ländlichen Region und da können wir das Ganze nicht einfach ausblenden. Und insofern ist dieser Antrag in Gänze abzulehnen, es ist eigentlich, ja, es ist realitätsfremd, das Ganze zu versuchen, hier seine Ideologie durchzudrücken und insofern ganz klar Ablehnung in Gänze. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde CDU, Herr Böhm. Verzichtet? Weitere Wortmeldung, Herr Schulze, bitte. So, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stadträte, lieber Herr Zastrow, lieber Herr Laczynski, wenn Sie sich mal mit der Materie befassen würden, dann die sozusagen auch zu dieser Ansiedlung letzten Endes geführt hat. Und die auch, Bedingungen dann der Taiwanesen gewesen sind, damit sie sich am Ende dann auch hier wirklich tatsächlich für Dresden entschieden haben. Dann würden sie sozusagen dann ihre Wellen, die sie hier gerade geschlagen haben, vielleicht auch ein kleines Stück runterfahren. Es sind an der Stelle dann, also meine Kollegin hat es ja gesagt, dann zwischen 3.000 bis 5.000, vielleicht sogar 10.000 Arbeitsplätze, die hier nochmal neu geschaffen werden. Wenn Sie all diese Menschen auf die Königsburger Straße schicken wollen, wenn Sie all diese Menschen dann über die Grenzallee dort mit dem Auto langfahren lassen wollen, dann brauchen Sie dort zwar nicht bloß eine Autobahn, dann brauchen Sie mehrere Autobahnen, nach Ihrer Logik. Und genau
das ist nämlich dann die Punkte, dann die letzten Endes dann, auf die diese Ansiedlung hier geführt haben, dass man gesagt hat dann, wir wollen gerne zum Beispiel erneuerbare Energien haben. Wir wollen die hier viel, viel stärker nutzen. Wir wollen mit einem ganz anderen Mobilitätskonzept hierher kommen dann, als das, was Sie sich sozusagen hier vorstellen. Und wenn Sie sozusagen der Meinung sind dann, dass all die ganzen Arbeitskräfte dort alle mit dem Auto dorthin fahren müssten, dann bräuchten Sie ja doch mal dann doppelt so große Grundstücke dann, wie es bei VW ist dann, um dort sozusagen diese ganzen Parkplätze überhaupt erstmal zu schaffen. Das ist ein Flächenverbrauch, den Sie uns hier sozusagen aufdrücken wollen, der sozusagen wirklich dann aus dem 20., vielleicht sogar noch aus dem 19. Jahrhundert ist dann. Also ich bitte mal dann, dass Sie vielleicht auch ein kleines bisschen sich dann mit dieser Materie befassen. Ach, Herr Genschmar, es ist einfach nicht... Und Ihr Kollege, Herr Matteo Böhme, dann war ja in der letzten Ausschusssitzung im Wirtschaftsförderungsausschuss mit dabei gewesen. Vielleicht unterhalten Sie sich dann nochmal in der Fraktion intern. Es gibt bereits reichlich Arbeitsgruppen, die sich genau mit diesen Themen dann, Bereichen dann auch befassen. Und das sind nicht nur irgendwelche Dinge dann, wo wir als Grüne sozusagen drin sitzen. Das sind die Ministerien, das sind sozusagen auch dann hier die Mitarbeiter aus der Verwaltung. Und genau die befassen sich mit diesen Dingen dann, weil die Zeit uns wegrennt. Und wenn Sie dort der Meinung sind, dann das bräuchte man alles gar nicht, dann das könnte man dann irgendwann mal machen, wenn diese Unternehmen dann eröffnet haben, dann sehen Sie eigentlich dann hier eher dann, die auf der Bremse stehen. Und die, die uns dann letztendlich diese Entwicklung dann, die wir für Europa und die wir auch geopolitisch brauchen, dann mit dieser Ansiedlung letzten Endes dann auch verhindern und behindern. Deswegen dann wirklich nochmal Zustimmung zu diesem Antrag dann. Ich glaube, dann das unterstützt doch nochmal diese Arbeit zwischen den Ministerien dann und der Verwaltung. Und nicht diesen Dingen jetzt hier hinterherrennen, dann die Herr Zastro und Herr Laczynski verbreiten. Dann vielen Dank. Das regt mich auf. So, Herr Engel, bitteschön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Sache muss man schon auch zugeben, in der Revolution ist dieser Antrag jetzt tatsächlich nicht. Und ich sage mal so, die großen Begeisterungsstürme hat er jetzt bei mir auch in keiner einzigen Beratung auch ausgelöst. Und will trotzdem noch mal die Sicht auch der SPD-Fraktion auf das Thema auch kurz auch darlegen, weil in dem Antrag stehen richtige Dinge drin, es stehen auch Dinge drin, die passieren schon, es stehen auch Dinge drin, die eher belanglos sind. Und ja, dementsprechend kann man den heute hier auch beschließen. Worauf es uns, kann es aber auch sein lassen. Aber, zentral ist ja am Ende nicht, ob die Verwaltung hier ein weiteres Konzept aufschreibt oder ob sie das sein lässt oder ob sie das vielleicht schon hat und uns dann mal rausgibt oder wie auch immer. Entscheidend ist ja am Ende, dass irgendwas Konkretes auch passiert. So, und wir haben zum Beispiel beim Thema Linie 8 unfassbar enge Zeitketten. Also wir wissen, dass das extrem anspruchsvoll so etwas dort unterzubringen. Aber es wäre eigentlich extrem wünschenswert, diese Linie sehr, sehr schnell zu realisieren. Weil wir wissen ja, wie es läuft. Da hat Herr Zastro sogar ausnahmsweise mal recht. Wenn die Leute einmal mit dem Auto dort hochfahren, dann machen die das auch weiter. Und ja, das müssen Sie den da fragen. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber es birgt halt am Ende große Chancen. Wir haben dort das Potenzial, 3.500 zusätzliche Fahrgäste auch zu gewinnen. Und wir haben im Übrigen auch die Möglichkeit, von den zusätzlichen Fahrten, die überhaupt durch diese Industrieansiedlung stattfinden, fast genauso viele mit dem ÖPNV wie mit dem Auto abzubilden. Es wird zusätzliche Autofahrten geben, das ist tatsächlich so, aber wir können es deutlich ausgewogener gestalten. Und die Frage ist eben, kriegen wir das in den nächsten Jahren hin? Weil wenn die Leute sich einmal eingerichtet haben, wie sie da hoch in den Nordraum fahren, dann wird es wahnsinnig viel Aufwand kosten, dieses Mobilitätsverhalten auch wieder zu ändern. Dementsprechend müssen wir attraktive Angebote auch jetzt schon zum Start bringen. Da gibt es manchmal auch nicht die 100%-Lösung. Manch auch kleinere Verbesserungen in der Infrastruktur können da notwendig sein. Da würde ich mir wirklich auch eine pragmatische Herangehensweise des Baubürgermeisters auch wünschen. Und ich würde mir aber auch wünschen, dass wir bei allen Neubaufantasien, die wir jetzt haben, dort noch die Autobahnabfahrt umbauen, hier noch eine neue Straßenbahn, dass wir unsere Bestandsinfrastruktur dort nicht vergessen, weil es nützt am Ende eben nichts, wenn wir tatsächlich hier Dinge vergammeln lassen, auf die wir auch jetzt schon angewiesen sind. Wir sollten, oh, das ist ungewohnt, und ich will noch auf eine letzte Sache auch hinweisen. Wir sollten auch nicht nur über das Thema Verkehr
singulär reden. Wir haben ganz viele andere Bereiche, die genauso wichtig sind und die zu dem Thema dazugehören. Wo wohnen diese Menschen eigentlich am Ende? Verdrängen sie dabei andere Menschen, die derzeit in unserer Stadt schon wohnen? Wo gehen eigentlich die Kinder der Menschen dann zur Schule? Wie tun wir insgesamt unsere Infrastruktur in den Quartieren ausstatten? All das sind die Fragen, die mit dazugehören. Und ich würde immer dafür werben, das alles auch im Zusammenhang zu betrachten. Die Verwaltung ist da auf einem vernünftigen Weg, aber er muss halt jetzt konsequent auch zu Ende gebracht werden. Das wäre wirklich mein Wunsch, dass wir hier bei dem Thema vorankommen, aber vor allem fassbare Dinge bekommen und nicht nur bunt bedrucktes Papier, weil das bekommen wir als Stadträte und Stadträte genug. Danke. So, es besteht der Wunsch vom angesprochenen Beigeordneten, noch sich äußern zu dürfen. Bitte schön. Ja, der da hat vor... Und wer die Tagesordnung des Bauausschusses gesehen hat, zur Planung Linie 8 am Mittwoch zu berichten, gemeinsam mit der DVB. Es gibt ein sehr innovatives Planungskonzept. Wir haben extra eine Planungsunit bei der Stesat gebildet, um zügig planen zu können und Baurecht zu schaffen. Das werden wir Ihnen vorstellen. Und in der Tat ist das Ziel, innerhalb von wenigen Jahren dort die Verlängerung der Linie 8 bis zu Global Foundries bzw. das anschließende Gewerbegebiet in Boxberg zu schaffen. Und wie das Konzept aussieht und der Weg dahin, das werden wir vorstellen. Insofern verweise ich auf den nächsten Bauausschuss. Ich verweise aber auch darauf hin, dass das eine größere finanzielle Kraftakt wird. Erstens in der Planung bereits, aber dann in der baulichen Umsetzung. Und dann will ich noch mal was sagen zu den Straßen, die in Dresden und Norden führen. Es gab einen Verkehrsminister, der hieß Sven Mollock. Der hat aus politisch-ideologischen Gründen verhindert, dass es Baurecht für die Königsbrücker Straße gab. Deshalb, Herr Tastrow, wäre ich mir ganz vorsichtig, wie er im Glashaus sitzt. Wir haben jetzt endlich Baurecht für die Königsbrücker Straße ohne Klage und können 26 losgehen. Das hätten wir vor Jahren schon haben können. So, meine Damen und Herren, dann kommen wir mal zur Abstimmung. Es ist beantragt worden, den Ausschussbericht Wirtschaftsförderung zur Abstimmungsgrundlage zu nehmen. Und ich würde das wieder so machen, dass ich den ersetzend zur Abstimmung stelle. Wenn er angenommen wird, dann ist es so beschlossen. Ansonsten würden wir über den federführenden Ausschussbericht abstimmen. Wer dem Ausschussbericht Wirtschaftsförderung zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Und die Maschine noch mal wecken dazu, zum Abstimmen. Schon im Feierabend. Also, dann Ausschwärmen zum Zählen. Und wer für den Ausschussbericht Wirtschaftsförderung ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung?43 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen. Damit wäre das angenommen und so beschlossen. Und 21 Uhr 59 und 35 Sekunden. Ich sage an dieser Stelle, wir schließen die Sitzung. Ich wünsche einen angenehmen Nachhauseweg.